Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn die Glossy Box aus Juni ist schon bei mir eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Glossy Box habe ich zum einen selber im Abo und zum anderen wird mir eine Ausgabe immer in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Ich vermute, dass das hier die Kooperationsbox ist und dass meine Box noch auf dem Weg ist. Dementsprechend werde ich meine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Die Glossy Box ist eine monatlich erscheinende Beauty Box mit ungefähr 5 Beauty Produkten bzw. mindestens 5 Beauty Produkten. Die kostet ab 12,50 Euro pro Box und pro Monat. Und sie enthält aber einen Wert, der immer schon derbe hoch ist. Und es ist auch die Box, die ich als erste Box im Abo hatte und was halt auch quasi das erste Video auf meinem Kanal war, was ich ziemlich fancy finde. Und deswegen fand ich es ziemlich cool, als vor ein paar Wochen die Kooperation halt gestartet ist. Denn sonst hatte ich die jetzt jahrelang selber im Abo und jetzt haben wir auch sogar eine Kooperation. Ich feiere das hart und ich bedanke mich von Herzen beim lieben Glossybox-Team. Ich bin sehr gespannt. Wir haben jetzt dieses Mal das klassische Design, das heißt, wir haben dieses rosa-rot. Wir haben auch ab und an mal so Special-Boxen mit dabei. Und das ist jetzt die Juni-Box, das heißt, es schreit nach Frühling, Leute. So sieht der Deckel dann von innen aus. Da haben wir ganz oft das kleine Glossybox-Logo. Und hier haben wir, das ist immer so, ne, man fühlt sich irgendwie so vertraut, wenn man sie auspackt. Aber man muss auch dazu sagen, es schwankt manchmal und man hat so seine Höhen und Tiefen mit der Box. Und ich bin sehr gespannt, was sich in meiner Box verbirgt. Denn der Inhalt weicht voneinander ab. Meistens ist es so, dass man 2, 3 Produkte in allen Boxen findet und die anderen 2, 3 Produkte sind dann halt unterschiedlich. Und das befindet sich hier auch in dem Heftchen beschrieben. Da sind alle Eventualitäten aufgeführt und wir haben dieses Mal als Thema Poolside Paradise Edition. Das finde ich schon mal sehr schön, denn wir haben heute, wo ich drehe, den 31. Mai und so langsam kommt hier wirklich der Sommer bei uns an oder der Frühling vielmehr. Ich habe auch ein frühlingshaftes Kleid an. Oh, ich stehe drauf, Leute. Und ja, was wollte ich noch sagen? Irgendwas wollte ich noch sagen. Keine Ahnung. Timestamps hier unten, falls ich euch zu viel laber. Einfach weiterhüpfen, Leute. Ist überhaupt kein Thema, denn ich bin immer sehr intensiv. Ja, ihr seht es anhand der Videolänge, ne? Also ich möchte schon mich mit den Produkten befassen und nicht einfach rausch, rausch, rausch durchgehen, sondern schon gucken, was sich die Boxenpacker dabei gedacht haben und was das genau für Produkte sind und so. Ich blende euch die Preise zu den Produkten auch immer mit ein und auch am Ende den Gesamtwert natürlich. Und hier haben wir dann jetzt einmal das, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. Tauche ein in den Sommer mit deiner Poolside Paradise Edition. Wir brauchen Wasser, denn Wasser hält uns nicht nur schön und gesund, sondern ist überlebenswichtig. Ja, klar. Wir bestehen zu etwa 60% aus Wasser und müssen unsere Zellen besonders jetzt in der warmen Jahreszeit hydratisiert halten. Was dir dabei hilft, ist trinken, ab und an mal im Seepool oder auch in der Wanne abtauchen und natürlich eine feuchtigkeitsreiche Beauty-Routine. Das ist, ja, also ich habe eine Haut wie die Wüste Gobi selbst. Mein Make-up ist jetzt schon ungefähr 12 Stunden drauf, läuft, ne, habe ich ein bisschen aufgefreshed. Ich hoffe, vielleicht habe ich hier noch so ein paar weitere Refresher mit bei. Ja, darum kümmern sich die Must-Haves aus unserer Poolside Paradise Edition. Wertvolle Feuchtigkeit und Pflege für deinen Body gibt es dank eines der Produkt-Highlights von, oh nein, da steht ja alles beschrieben. Das ist auch ein bisschen weird, ne? Ich mache hier den Spoiler und zeige euch die ganze Box, möchte mich aber nicht von dem Heftchen spoilern lassen. Das ist ziemlich komisch, aber ich lese mir diesen Absatz dann nämlich extra nicht durch. In unserem Online-Magazin versorgen wir dich mit jeder Menge wertvoller Informationen zum Thema Sonnenschutz sowie perfekte Sommerlooks und auf unseren Social-Media-Kanälen gibt es wie immer Fun, Unterhaltung und Glossy-Vibes für deine entspannten Pooltage auf der Sonnenliege. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren, wünscht dir ein Glossybox-Team. Ne? Finde ich nett. Ich habe heute auch ordentlich Lichtschutzfaktor drauf, der jetzt mittlerweile wahrscheinlich schon wieder weg ist. Zum einen trage ich Lichtschutzfaktor 30 als Sonnencreme im Gesicht und dann habe ich auch noch einen Primer drauf, der von Clavu ist der, auch mit 50+. Aber wie gesagt, vor 12 Stunden habe ich das gemacht, das ist jetzt safe schon wieder weg. Ja, so schaut das dann aus, wenn du quasi das Heftchen entfernt hast und ich rieche mal dran. Ich rieche nichts, aber ich sehe hier schon eine blaue Maske. Ich freue mich schon. Ich liebe Masken, Leute. Tuchmasken und ich, wir sind ganz große Freunde. Und ich habe auch diesen Monat, also jetzt im Juni, deshalb werdet ihr auch im Aufgebraucht Juni ganz viele Masken sehen,
Ich habe mir vorgenommen, ganz, ganz viele Gesichtstuchmasken und so aufzubrauchen und euch da auch eine fundierte Review zu geben. Denn in meinem Mai aufgebraucht habt ihr ganz viele Ampullen gesehen und jetzt bin ich bei Masken angelangt, bei Tuchmasken. Und dann im Juli, denke ich, werde ich mich meinen Crememasken widmen, die so in Tuben sind und so, ne? So, ich muss jetzt diesen Klebi mal so ein bisschen zerreißen. Oh ja, und das sieht schon sehr, sehr gut aus. Also das ist eine Tuchmaske, die echt nach meinem Geschmack ist, Leute. Denn wir haben hier von Garnier Skincare die Hyaluron Shot Fresh Mix Tuchmaske. Und da habe ich die Vitamin C Variante schon mal von gehabt, ne? Das ist so ein geiles Teil, da musst du einfach hier zweimal falten. Eins, zwei, das habe ich auch in einem Maskenvideo mit euch mal zusammen gemacht. Dann machst du irgendwo hier was durch, genau das Serum, das geht hier oben dann in die trockene Tuchmaske rein. Und dann hast du die richtig fresh durchfeuchtet, aber immer noch sau viel Serum. Als ich die Vitamin-C-Variante davon verwendet habe, konnte ich noch meinen kompletten Körper mit dem Serum eincremen. Richtig geil. Und das als Hyaluron finde ich auch klasse, weil das ist so richtig, packt euch die am besten in den Kühlschrank jetzt, ne? Und dann, oh, ich packe mir die gleich auf den Kühlschrank. Und dann ist die wahrscheinlich so 2 Stunden drin. Und dann nachher nach dem Duschen mache ich mir die drauf. Ein Traum. Oh, Leute, ich feiere das. Einfach selbst gemixt, eine Tuchmaske, genau. Fresh Mix Tuchmaske polstert auf und glättet die Haut. Super einfach anzuwenden für jede Gesichtsform. Ja, das kann ich jetzt so nie unterschreiben, weil Gesichter sind schon sehr unterschiedlich. Aber, ne, finde ich echt geil. Also damit fängt das Ganze schon mal richtig geil an. Ich weiß jetzt nicht, nee, also das war jetzt kein Produkt, was jeder hat. Man hätte ja zum Beispiel auch noch so von Ultrasun so einen Lichtschutzfaktor 30 Gesichtsgedöns. Hä? Nee, hätte man nicht. Das habe ich auch. Das ist jetzt verwirrend. Okay, ja, finde ich aber auch ganz schön, 30. Ich nehme normalerweise Lichtschutzfaktor 50 für mein Gesicht, aber was ich da habe, das verwende ich halt. Anti-Photo-Aging-Zellschutz, Sonnenschutzgel, sensible Haut, nicht komedogen, also nicht pickelverursachend, mit Antioxidantien und Ectoin. Das kenne ich so nicht. Und das ist ein hoher Schutz. UVA, UVB, PA++, was auch immer das heißt. Aber das scheint mega krass zu sein. Super hochpreisig, ne? 50 ml haben wir hier drin. Und das verwirrt mich gerade, denn normalerweise hast du hier auch auf diesen Seiten immer so draufstehen, was man alternativ dazu hätte haben können. Aber hier ist es mit auf der gleichen Seite. Ja gut, Moment, tau. Ja, spendet Feuchtigkeit, gibt Sonnenschutz, 50 ml. Das ist auf jeden Fall eine gute Kiste, ne? Sollte man sich in einer nicht allzu kleinen Menge aufgeben. Das ist dann immer ein bisschen schwierig, wenn man halt sich danach schminkt, ne? Dann schwimmt das alles so sehr. Aber Sonnenschutz sollte man halt auch schon irgendwie so eine halbe Stunde oder so einwirken lassen. Und danach kann man sich schminken, wenn man das möchte. Und deswegen, also ich finde es klasse, dass es mit drin ist. Ich habe tatsächlich noch was von Dalton da, was ich gerne jetzt demnächst verwenden werde. Deswegen wird das erstmal in meine Backup-Sammlung kommen. Aber wir bekommen jetzt eben, ne, durch die ganzen Beautyboxen, wenn wir sie denn dann im Abo haben, übrigens Claudia RSQ, habe ich das schon erwähnt, das ist mein Gutscheincode, der aber Freunde werden freundemäßig ist, das heißt, ich glaube, du kriegst 5 Euro Rabatt und ich bekomme 5 Euro in Glossy Points oder sowas und dann kann man da, ne, ja, wenn du möchtest, nutz den gerne, ist in der Infobox verlinkt, weiß ich nicht, ob ich das erwähnt habe, auf jeden Fall, genau, habe ich noch was von Dalton da, aber das habe ich dann im Backup und wir bekommen jetzt halt super viel Sonnenschutz, das heißt, man ist im Prinzip durch eine Beautybox oder wenn man vielleicht auch die ein oder andere mehr im Abo hat, echt gut versorgt und kommt sehr gut durch den Sommer durch, ne? Finde ich schön. Also das ist ein tolles Produkt. Das war jetzt das zweite Produkt. Und jetzt kommen wir zum dritten Produkt und das ist riesig geil. Ritual, The Ritual of Mare. Kenne ich nicht. Energize Your Soul. Body Mousse to Oil. Sweet Orange and Cedarwood. 150 ml. Ich glaube, das ist eine neue Reihe von Rituals, oder? Das finde ich ja geil. Mousse to Oil, also du machst es dir auf die Haut. Oh, sieht fancy aus. Muss ich das schütteln? Weiß ich nicht. Besonders pflegendes Körpermousse, die zu Öl wird. Achtung, Behälter steht unter Druck, kann bei Erwärmung bersten. Okay, nicht in die Augen machen. Hier steht nichts mit Schütteln. Ach, das ist ein Duschgel, okay. Oder? Nee, man hätte zum einen entweder das Duschgel drin haben können oder eben dieses Pflegegedönsen, ne? Ich habe das Pflegegedönsen. Duschgel hätte ich auch cool gefunden, aber das hier feiere ich gerade doch, weil meine Bodylotion geht so langsam leer. Und das hier dann so, oh, Leute, komm, das machen wir hier mal drauf. Wow. Ich finde das immer super wirklich, wenn du sowas drauf machst und das erstmal platzt. Okay. Okay, war das vielleicht ein bisschen viel für meinen Arm? Nee, nee, nee. Das zieht schon ein. Oh Gott.
Oh, das ist aber auch sehr Unisex, ne? Also ich glaube, jetzt so ohne Bedenken würde ich sagen, könnte safe mein Freund das mitverwenden, obwohl der sich nie eincremt, ne? Da sind wir jetzt mal ganz ehrlich. Aber richtig cool. Für Männer gibt es übrigens auch die Glossy Box Men. Die werde ich mir auch holen. Das ist eine Box, die es nicht im Abo, glaube ich, gibt, sondern dann halt dreimal im Jahr oder zweimal im Jahr. Oder viermal im Jahr. Ein paar Mal im Jahr. Und die werde ich demnächst holen. Die müsste es im Juni jetzt auch wieder geben. Und wow. Ja, wirklich Body Oil, ne? Also auch, glaube ich, eine ganz coole Geschichte für die Beine. Dann werden die auch schön glänzen. Aber so fühlt sich sehr schön an. Natürlich jetzt ein bisschen ölig. Ich mache das eigentlich ja nach dem Duschen. Also von daher, ne, ist das vollkommen legitim. Oh, das riecht aber angenehm. Ich bin ja normalerweise kein Fan von maskulinen Düften oder von zitrischen Düften tatsächlich. Und das ist ja eigentlich eher ein maskuliner Duft durch dieses Cedarwood. Und durch diese Orange eher zitrisch oder halt orangig. Aber in Kombi, Leute, ist das ein ganz toller Sommerduft. Und das sieht edel aus. Geil, doch. Also da safe. Und man hat halt, wie gesagt, entweder das Duschöl oder halt das Bodyöl drin. Duschschaum, sorry. Okay, und jetzt habe ich jetzt noch die zwei Produkte, die jeder auch noch mit drin hat. Und dann haben wir drei Produkte gleich. Und da fange ich einmal hiermit an. Plum and Poppy ist da die Marke. Curl and Volume Mascara. Ich stehe auf Mascara, ich stehe auf geile Wimpern. Deswegen feiere ich, dass es drin ist. Geiles Verpackungsdesign. Ich befürchte aber, dass die Mascara an sich nicht so geil Mermaid-mäßig aussieht, weil das hat man dann leider meistens. Kommt auf jeden Fall immer in Full-Face-Beauty-Boxen mit rein, was ich am Ende jedes Monats abdrehe. Und dann quasi Mitte des Monats ungefähr veröffentliche. Ich muss jetzt auch am nächsten Wochenende das Full-Face-Beauty-Boxen aus Mai drehen. Da bin ich auch gespannt drauf, wie das wird. Und das kommt in das von Juni mit rein. Genau, das ist so eine ganz klassische schwarze Verpackung mit weißer Schrift. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus und hat einen Wert von 15 Euro, sehe ich gerade. Nicht schlecht, Herr Specht. Was ist das für ein witziges Bürstchen? Das ist so ein Bürstchen, was aussieht wie eine Hand, die sich krümmt. Ist ein Faserbürstchen, aber guck mal dieses Volumen an, ne? Also das sieht definitiv nach Curl and Volume aus. Und wenn man die aufträgt, würde ich die so ansetzen. Also dass du die Krümmung nach oben setzt, ne? Und dann einfach so durch die Wimpern ziehen. Also das habe ich jetzt als Topper drüber natürlich. Wirkt das dann nochmal ein bisschen intensiver, weil ich jetzt ja schon eine Mascara drunter hatte, ne? Aber ja, kann man definitiv machen. Bin ich gespannt drauf, wie die halt solo wirken wird, ne? Deswegen kommt die ins Full-Face-Beauty-Boxen mit rein. Und 15 Euro, finde ich, ist halt auch eine Sache, könnte man sich theoretisch, wenn die richtig gut ist, sogar nachkaufen, ne? Genau, 1, 2, 3, 4. Und jetzt habe ich das fünfte und letzte Produkt hier mit drin. Das ist ein Lippenöl von KNDR Beauty. Mood Changing Lip Oil. Okay, je nachdem, wie dein pH-Wert der Haut ist, reagiert das und wird dann entsprechend in einer anderen Farbe erscheinen. 2,5 Milliliter sind hier drin. Und da haben wir auf der Verpackung so verschiedene Gesichter drauf. Das ist schon fancy. Das mag ich leiden. Balanced Blue. Okay, also da wird es wahrscheinlich jetzt blau rauskommen. 14,50 Euro soll der kosten, habe ich hier gerade gesehen. Sagt mir nichts, die Marke. Kenne ich so nicht. Steht hier Kinder. Be kinder. Ach so, sei freundlicher soll das ja heißen, ne? Okay, ah, das passt dann natürlich mit diesem Mood Changing. Okay, ich mache es mir jetzt hier einfach mal auf meinen Handrücken. Es wird safe rosa werden. Ich bin ja so ein, ne, alles ist rosa Mensch. Ja, kennt ihr doch von damals diese Stimmungsringe? Die haben sich bei mir nie verfärbt. Aber ja, es wird auf jeden Fall rosa. Ich denke schon, dass es dann cool werden wird, ne? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Kommt auch in mein Full-Face-Beauty-Boxen mit rein. Das ist toll. Also wir hatten jetzt fünf Produkte mit dabei. Zwei davon dekorative Kosmetik. Dann haben wir ein, zwei, drei Pflegeprodukte. Gesicht und Körper. Oh. Und ich habe gerade das Ding rausgezogen. Die Box ist auf jeden Fall leer. Man hätte theoretisch auch noch mit drin haben können. Jetzt gucke ich immer ganz gerne nach. Von Neutrogena Hydro Boost das Aquagel. Von Florena Fermented Skincare die 24 Stunden Hydrating Mask. Von Sun Ozone Sonnenfluid Sensitive Lichtschutzfaktor 50. Das hätte ich tatsächlich gerne gehabt fürs Gesicht. Denn Sun Ozone ist ja super gut bewertet, ne? Egal. La Watson Sensitive Sonnenspray wäre mit Lichtschutzfaktor 50 auch mit dabei gewesen. De Bruyere After Sun Gel Aloe Vera wäre alternativ dabei gewesen. Ja, also ich habe schon eine schöne Auswahl.
Aber die anderen Produkte hätte ich auch cool gefunden. Also eine wirklich sehr sonnenorientierte Box. Also ich weiß auch nicht, was in der Box mit drin ist, die ich jetzt ja quasi verlose. Das ist dann die Box, die dann ja zu mir nach Hause kommt. Und ja, ne, das ist dann ein kleines Glücksspiel. Aber drei Produkte sind auf jeden Fall safe. Ein Rituals-Produkt, da weiß ich aber auch nicht, welches von beiden. Die Mascara und das Lippenöl. Und für Juli haben wir schon eine Vorschau. Und die Box wird wirklich, wirklich schön. Guckt euch das mal an. So richtig mit Seesternen und so drauf. Also das Design mag ich richtig gerne leiden. Das ist die Beauty Treasures Edition. Im Glossy Juli erwartet dich eine ganz besondere Überraschung. Ein wahrer Beauty-Schatz in Form unserer wunderschönen Special Design Box, die wie eine echte Schatztruhe Beauty-Kostbarkeiten birgt. Lass dich von den Must-Haves verzaubern, hol dir den schönsten Glow, pflege dich happy und hülle dich in köstlichste Sommernuancen. Perfektioniere mit Hilfe deiner neu entdeckten Beauty-Schätze deine Beauty-Routine und strahle wie ein Juwel. Hört sich interessant an, ne? Was da wohl drin ist? Irgendwas mit Glow. Wahrscheinlich so Glow für Körper oder sowas. Keine Ahnung. Und hier steht es auch nochmal drauf. 10 Produkte, Mindestwert von über 110 Euro. Die Glossy Box Men, kein Abo notwendig und so weiter. Ist alles auf der Homepage vermerkt. Leute, das war die Box. Hat mir gut gefallen. Ich hoffe, euch hat das Video auch gut gefallen. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den einzelnen Produkten unten in die Kommentare rein und was ihr vielleicht auch in eurer Glossy Box drin hattet. Und ich muss mir jetzt einen Schluck Wasser trinken, denn das hat mich jetzt gerade echt durstig gemacht. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!